Liebe Landwirte, heute möchte ich Sie wieder ganz herzlich zur aktuellen Marktwoche auf AgraHeute TV begrüßen. Diesmal geht es um die aktuelle Silomaisernte in Deutschland. Grundlage bilden die Ergebnisse, die das Statistische Bundesamt Ende der letzten Woche vorgelegt hat. Dabei ist das Ernteergebnis eigentlich keine Überraschung. Wie viele Landwirte erwartet haben, geht die Produktion von Silomais gegenüber dem Vorjahr deutschlandweit deutlich zurück. Ursache für diesen Rückgang ist aber nicht so sehr eine Flächeneinschränkung, vielmehr brachen die Erträge kräftig ein und liegen mit 392 Dezitonnen rund 95 Dezitonnen niedriger als im vorigen Jahr. Insgesamt ernteten die deutschen Landwirte damit 78 Millionen Tonnen Silomais und damit fast 17 Millionen Tonnen oder 18% weniger als im letzten Jahr. Damals lag die Erntemenge bei etwa 95 Millionen Tonnen. Die Ursachen für den Produktionsrückgang sind die späte Aussaat und die ungünstigen Witterungsbedingungen. Dies hat die Erträge drastisch reduziert. Dagegen ist die Aussaatfläche mit 1,99 Millionen Tonnen fast ähnlich hoch wie im Vorjahr mit 2 Millionen Tonnen. Betroffen sind von dem Produktionsrückgang fast alle Bundesländer. Und auch die beiden mit Abstand wichtigsten Produktionsstaaten, Niedersachsen und Bayern. In Niedersachsen ging die Produktion um 19% auf etwa 21 Millionen Tonnen zurück und in Bayern sogar um 23% auf etwa 16 Millionen Tonnen. Beide Länder erzeugen zusammen fast die Hälfte der deutschen Silomaisproduktion und verfügen über die größten Tierbestände und die meisten Biogasanlagen. Besonders schwierig ist jedoch die Preisfindung bei Silomais. Zum einen gibt es bislang keine überregionalen Preise, die als Richtpreise dienen können. Zum anderen sind die Erträge deutlich niedriger als im letzten Jahr. Hinzu kommt das sehr große und preiswerte Angebot an Futtergetreide, das den Tierhaltern gute Alternativen bietet. Auch die Biogasanlagen können zumindest regional auf ein sehr preiswertes Angebot an Roggen zurückgreifen. Damit möchte ich mich diese Woche bei Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen gute Preise, Ihr Olaf Zinke.